Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Die Impfquote in Deutschland ist hoch und alle Corona-Maßnahmen, die man sich auch nur denken kann, wurden schon eher oder weniger vorwärts und rückwärts ausprobiert und dennoch sind die Corona-Zahlen wesentlich schlechter als bei den Vergleichswerten vor einem Jahr zur selben Zeit. Da stellt man sich auch eine Frage: Wann wird diese Regierung endlich ihr enormes Versagen, ihr enormes Scheitern eingestehen? Nun, davon ist die Regierung weit entfernt, wer hätte es gedacht? Stattdessen ist da jetzt einer komplett ausgerastet, nämlich der noch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der hat etwas angekündigt, das ist wirklich unfassbar und die Konsequenzen davon, die werden jeden einzelnen Bürger in diesem Land betreffen. Also schaut dieses wichtige Video unbedingt bis zum Ende an. Viele dürften es gelesen haben, das ist ja brandaktuell. Unsere noch Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigt an, dass es für Ungeimpfte starke Beschränkungen geben wird. Und ich dachte mir nur so, hä? Geht's eigentlich noch? Was möchte diese Frau damit ausdrücken? Es ist ja kaum so, dass Ungeimpfte nicht schon seit Monaten extrem eingeschränkt werden. Aber warum sagt man sowas jetzt? Das ist die Frage, die muss man sich ja stellen. Warum wird sowas gerade politisch aktuell diskutiert? Und die Antwort, die ist ganz einfach. Bei den politischen Verantwortlichen, da brennt gerade ziemlich der Baum. Denn die wissen nicht wirklich, wie sie diese Erzählung, dieses Narrativ aufrechterhalten sollen, dass die Ungeimpften schuld an allem sind. Beispielsweise die Pandemie der Ungeimpften. Diese Erzählung, die wird ja immer weiter geflochten. Und zum Beispiel in den Kliniken in Hagen, da gibt es jetzt offizielle Zahlen, da sieht man, 12 von 18 Patienten, die mit Corona in die Klinik müssen, sind eben Geimpfte. Und das sind Zahlen, die sind wirklich sehr erschreckend. Daran sieht man nämlich, es ist keinesfalls nur eine Pandemie der Ungeimpften. Und dieses Narrativ, das klappt gerade in sich zusammen. Und da ist wirklich Panik ausgebrochen bei den politischen Verantwortlichen. Aber diese Panik, die wechselt jetzt nicht irgendwie ins Eingeständnis von Schuld, wie man es eigentlich erwarten dürfte, sondern nein, in Aktionismus. Und Jens Spahn, der ist wirklich komplett ausgerastet. Der betreibt gerade kompletten Aktionismus. Was er gesagt hat, sehen wir gleich. Jens Spahn hat sich also hingestellt und hat nicht etwa gesagt, dass es einem leid tun würde bei der Bundesregierung, dass die Impfkampagne nicht genauso läuft wie geplant. Nein, er hat sich hingestellt und er wirbt jetzt ganz offensiv für die Drittimpfung. Und was hat er gesagt? Das hat es wirklich in sich. Er meinte ja, die Drittimpfung, die müsse die Regel werden statt die Ausnahme. Also alle sollten sich zum dritten Mal impfen lassen. Wir lesen hier einfach mal rein das Statement auf der offiziellen Seite der Bundesregierung. Da hat Spahn gesagt: Jeder, bei dem die Zweitimpfung 6 Monate oder länger zurückliegt, soll eine Auffrischungsimpfung bekommen können. Wir brauchen mehr Tempo. Booster nach 6 Monaten sollte die Regel werden, nicht die Ausnahme. Wir alle dürfen uns noch daran erinnern, wie Jens Spahn versprochen hatte, dass doppelt Geimpfte ganz sicher geschützt wären gegen die Delta-Variante. Jetzt sieht man offensichtlich anhand der Zahlen, dass das Ganze nicht so funktioniert, wie er es gedacht hat und dass bei vielen eben der Impfschutz schon schwächer geworden ist nach langer Zeit. Und da ist seine Lösung einfach die nächste Impfung. So weit, so irrelevant. Was ist der eigentliche Hammer? Nun, was wird ganz krass kommuniziert von der Regierung gerade? Das Ganze würde man am Beispiel Israels festmachen. Man geht also her und sagt, Israel hätte sich praktisch aus der schlimmen Corona-Welle herausgeboostert und das müssten wir jetzt auch so machen. Aber da wird ein entscheidendes Detail verschwiegen. Nämlich, das funktioniert wie folgt. Die Menschen, die in Israel die Drittimpfung ablehnen, die verlieren den Status vollständig geimpft und die verlieren all ihre Freiheiten wieder. Das heißt also, wenn man wirklich in Deutschland sagt, wir wollen dem Beispiel Israels folgen, weil die ja so Erfolg damit hatten, dann muss man diesem Beispiel eben auch konsequent folgen. Und das würde bedeuten, dass alle Geimpften sich erstmal richtig betrogen fühlen können, weil doppelt geimpft dann schon sehr bald gar nichts mehr bedeuten könnte. Das ist natürlich noch nicht amtlich, aber es deutet eben darauf hin, dass es so kommen könnte, wenn man ganz klar sieht, man betont, das Beispiel Israels wäre das Vorbild und da ist es eben so fatal. Jens Spahn geht aber noch einen Schritt weiter und ich finde, das ist wirklich als Drohung aufzufassen. Hier wird eine Drohkulisse aufgebaut, sondergleichen. Und diesen Spruch, den kann doch echt keiner mehr hören, oder? Er stellt sich jetzt wirklich hin und sagt, vor uns würden schwere Wochen liegen. Ganz ehrlich, wie viele Menschen, wie viele Politiker, wie viele Journalisten und sogenannte Experten haben diesen Spruch jetzt innerhalb der letzten 2 Jahre gefühlt 12 und 30 Mal wiederholt? Das ist doch der absolute Wahnsinn. Das kann doch kein Mensch mehr ernst nehmen, dass da wirklich behauptet wird, ja noch ein paar Wochen und jetzt kommen die schweren Wochen. Diese schweren Wochen, die dauern jetzt schon seit über 2 Jahren an, wenn man so will. Diese schweren Wochen, die kann man wirklich gar nicht mehr ernst nehmen. Und Jens Spahn, der macht es geschickt. Der baut hier eine Drohkulisse auf. Er sagt,
Das Boostern wäre die einzige Lösung, um einen schweren Winter zu überstehen und eben die absolute Katastrophe, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Und das ist natürlich eine Drohung an die Menschen. Wenn ihr nicht boostern geht, dann wird es ganz schlimm, dann seid ihr mitverantwortlich, wenn die Corona-Lage hier eskaliert. Und in dieses Horn, da stoßen gerade alle führenden Politiker wieder mit ein, zum Beispiel auch der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, der hat sich ja wiederum hingestellt und etwas ausgesprochen. Das könnte ein riesiger Wortbruch werden, wenn es so kommt bundesweit. Er meinte, wir bräuchten wieder einen kompletten Lockdown. Einen kompletten Lockdown, Achtung, auch für Geimpfte. Also so, wie wir ihn schon mehrmals hatten. Und das Wichtigste, Kretschmer inszeniert es so, als müsste er jetzt praktisch hier dafür kämpfen, dass man einen Lockdown verhindert. Alles klar, als wenn es so wäre, dass Politiker wirklich einen Lockdown verhindern. Politiker beschließen einen Lockdown. Niemand zwingt Politiker, einen Lockdown zu beschließen. Nachdem wir schon so oft einen solchen hatten und immer noch am selben Punkt stehen wie im letzten Jahr, sogar mit schlechteren Zahlen, müsste man doch endlich gemerkt haben, dass das nichts gebracht hat. Hatten wir jetzt die Belege praktisch, wir haben all das gemacht, wir hatten Lockdowns, wir haben hohe Impfquoten und wir stehen jetzt trotzdem genau da und sogar schlechter, wo wir angefangen haben. Da muss man doch ganz klar sagen, was macht ein Jens Spahn hier eigentlich? Wie kann dieser Mann jetzt in Aktionismus komplett ausrasten und einfach mal so für eine Drittimpfung werben? Das Ganze wirkt so undurchdacht. Das Ganze wirkt wirklich so inkompetent, dass dieser Mann sich hinstellt und sagt, als wenn es nichts wäre, jetzt brauche ich hier die Drittimpfung, ich habe die Lösung parat. Aber ob das wirklich die Lösung ist, dass die Menschen dann praktisch ein Impfabo haben könnten, das ist die wichtige Frage, die muss sich jeder stellen. Denn wird es denn bei der Drittimpfung bleiben? Als die Zweitimpfung anstand, haben wir auch alle gesagt, doppelt geimpft und man hätte die Freiheit zurück. Das war der Spruch, den haben alle Politiker bemüht, den haben fast alle Medien bemüht, doppelt geimpft und man hat die Freiheit zurück. Und jetzt heißt es dann bald wahrscheinlich dreimal geimpft und alles ist gut. Und die Frage muss sein, wie oft soll das eigentlich passieren? Kann man nach dem, was jetzt kommuniziert wurde, noch ausschließen, dass weitere Impfungen immer wieder notwendig werden? Das ist die Frage, die muss sich jeder Bürger stellen. Kommen wir nun aber zum wichtigsten Aspekt dieses journalistischen Beitrages. Warum mache ich heute genau dieses Video? Das kann ich euch ganz einfach sagen, weil gerade nichts relevanter ist als eine Entwicklung, die in der ganzen Bevölkerung vonstatten geht. Diese Panikmache, die fruchtet wieder. Das sieht man zum Beispiel daran, dass im ARD Deutschland-Trend die Mehrheit zum ersten Mal für eine Impfpflicht ist. Und bevor wieder einige sagen, sie trauen diesen Zahlen nicht, redet mal wirklich mit vielen Leuten, hört euch mal um im Volk. Ihr werdet merken, viele Menschen, die sind wirklich so krass voller Corona-Panik wieder. Es ist wirklich unglaublich, was diese Panikmache anrichtet und vor allem auch niemand will ja schuld sein und damit arbeitet man eben diese Angstmache mit diesen Schuldgefühlen. Niemand will schuld sein, wenn irgendwie ein medizinisches System überlastet wird und mit dieser Angst wird gespielt. Das ist eine Urangst des Menschen. Das ist eine Urangst, dass man eben keine Behandlung mehr bekommt, dass eben Menschen, die einem nahestehen, keine Behandlung mehr bekommen. Und damit kann man als Politiker eben sehr autoritäre Maßnahmen durchdrücken. Die Gefahr, die für uns jetzt alle besteht, ist folgende, dass diese Politiker wirklich ihre Macht missbrauchen und autoritäre Maßnahmen immer weiter aufrechterhalten, um die Gesellschaft zu spalten. Konkret sieht es so aus, dass man jetzt immer weiter auf 2G-Regelungen setzt und sagt, Ungeimpfte müssen ausgegrenzt werden, obwohl man jetzt schon so oft erlebt hat, dass genau diese 2G-Events, wo die Menschen ja oft nicht getestet sind, wo die Menschen wirklich das Virus dann unter sich verbreiten, dass diese 2G-Events dann eben auch Superspreader-Events geworden sind. Das heißt also, die Ausgrenzung von Ungeimpften hat praktisch überhaupt nichts gebracht. Das ist eigentlich das Fazit, was wir ziehen müssen, weil das ist auch ganz wichtig nochmal anzumerken. Ungeimpfte werden schon seit vielen Monaten ausgegrenzt und trotzdem sind die Zahlen so hoch. Und das ist eben nur möglich, weil solche Konzepte wie 2G wirklich in großen Teilen gescheitert sind. Und deswegen bitte ich euch auch, teilt wirklich dieses Video überall, weil die Menschen müssen sich mal ein paar Grundsatzfragen stellen. Erstens, kann man wirklich einen Jens Spahn so ernst nehmen mit seiner Boosterimpfung, wenn er jetzt praktisch das Impfabo für alle anbietet, einfach mal so aus Aktionismus heraus? Und zweitens, noch viel wichtiger, wollen wir nicht endlich wieder zurückkehren, wirklich zu einer Politik, die die Menschen nicht spaltet? Ich sage ganz klar, diese Politik der Spaltung zwischen Geimpften und Ungeimpften, die muss ein Ende haben. Und wenn ihr das auch so seht, teilt dieses Video. Danke an alle, die das machen. Und es ist wirklich ein Trauerspiel. Als freier Journalist verfolge ich ja auch, was die großen Medien alle so schreiben. Und ich sage mal ganz klar, 90% der Medien haben immer noch nichts verstanden, beziehungsweise wollen auch nichts verstehen. Diese ganzen Kampagnen jetzt der Bundesregierung, diese ganze Corona-Panik, die wird einfach genauso betrieben, wie es vor anderthalb Jahren auch schon der Fall war. Also es hat sich wirklich nichts daran geändert. Man könnte meinen, wir hätten immer noch letztes Jahr, wir hätten immer noch diese Vorweihnachtszeit, wo wir mit dem Wellenbrecher-Lockdown angeblich alles retten.
Zeiten. Es ist wirklich ziemlich obskur, was da passiert mittlerweile. Man kann gar nicht verstehen, wie Medienschaffende wirklich so arbeiten können. Und da muss ich auch ganz klar sagen, ich bin wirklich stolz als junger Mensch, da eine Gegenstimme zu sein und für die Freiheit einzutreten, für die Freiheit des Einzelnen. Ich weiß, es ist in Deutschland nicht gerade populär. Dieses Land hat ein großes Problem mit der Freiheit, meiner Meinung nach. Aber ich mache das eben für alle freiheitsliebenden Menschen. Und deswegen sage ich auch ganz klar, danke an euch alle, die mich immer unterstützen, die hinter meiner Arbeit stehen, die hier immer Kommentare schreiben, die Videos teilen. Ich freue mich da wirklich immer extrem darüber. Und ein ganz großes, herzliches Dankeschön geht wirklich auch raus an alle, die meine journalistische Arbeit freiwillig finanziell unterstützen und sie somit überhaupt erst ermöglichen. Die Möglichkeiten, wie ihr meine Arbeit unterstützen könnt, die blende ich im Video ein, sie auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt. Wie gesagt, danke an jeden, der meine Arbeit fördert, weil das ist nicht selbstverständlich und es hilft mir sehr als junger Mensch hier frei und unabhängig arbeiten zu können. Danke an euch alle. Gegen Ende dieses Videos noch eine letzte Bitte. Ich weiß, dass sehr viele von euch wirklich diesen Kanal gerne schauen, aber noch nicht abonniert haben. Macht das doch bitte einfach jetzt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, weil das ist vollkommen kostenfrei. Und aktiviert auch die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Warum ist das so wichtig? Ihr wollt doch sicherlich, dass diese kritischen Videos die Menschen aufklären, dass die mehr Menschen erreichen. YouTube schlägt meine Videos mehr vor, wenn mehr Leute abonnieren, wenn mehr Leute die Glocke aktivieren und die Videos auch immer gleich angezeigt bekommen. Deswegen nochmal danke wirklich an alle, die das machen. Bis zum nächsten Video, Leute. Ich freue mich auf euch. Ciao.